Menschen voller innerer Stärke sind in der Lage, das Leben gut annehmen zu können. Sie hinterfragen nicht alles und kämpfen nicht gegen das, was eben als Schicksal ihnen passiert, sondern sie nehmen an und schauen ein bisschen genauer hin, warum es ihnen passiert. Wenn ich aus meinem eigenen Leben erzählen darf, kann ich sagen, dass ich viele, viele Krisen oder Schicksalsschläge mitmachen musste in den ersten, ja, fast 40 Jahren meines Lebens. Rückblickend kann ich sagen, es war jeder einzelne Schritt wichtig für mich. Ich bin mehrfach an toxische Menschen geraten, um eben zu verstehen, dass ich mich viel zu wenig im Blick habe, dass ich meinen Wert nicht wirklich kenne, dass ich mich selber nicht so akzeptiere und liebe, wie es eigentlich sein müsste, und dass ich immer mehr dafür gebe oder darum gebe, was andere zu mir sagen, als das, was ich in mir selber für mich empfinde. Wie wäre es, wenn du dir mal überlegst, dass alles, was dir in deinem Leben passiert, aus einem höheren Grund passiert? Manchmal sollten wir dann daraus lernen, und wenn wir das nicht tun, dann stupst uns das Leben eben drauf, manchmal eben auch durch schwerere Krisen oder Schicksalsschläge. Aber was wäre, wenn alles, was dir in deinem Leben passiert, unter einem riesigen großen Plan steht? Ein Puzzle, wo wir immer nur kleine Teile bekommen, aber was am Ende unseres Lebens ein wundervolles Bild ergibt. Versuche, wenn du mehr an innerer Stärke gewinnen willst, deine Energie nicht mehr da zu verlieren, gegen etwas anzukämpfen, was für dich nicht vorgesehen ist. Versuche anzunehmen. Ich bin der Meinung, dass das Leben, das Universum immer hinter uns steht. Und alles, was uns widerfährt, besteht aus oder passiert aus irgendeinem höheren Grund. Die Seele will diese Erfahrung machen, weil wir uns weiterentwickeln wollen, auch wenn es wirklich richtig schmerzhaft ist. Es gibt sicherlich Dinge, die auch ich oder viele anderen und auch hell erleuchtete Menschen wirklich nicht annehmen können, weil es einfach zu schmerzhaft ist und zu schrecklich. Manchmal wissen wir nicht genau, was dahinter steht und warum das passieren muss. Aber wenn du aufhörst zu kämpfen, dann wirst du verstehen, wofür alles gut ist. Und auch hier bringt Annahme wieder Ruhe und Frieden und die Hoffnung darauf, dass alles irgendwo für gut ist. Auch wenn du es im Moment noch nicht verstehst, vielleicht rückblickend in ein paar Jahren. Ich wünsche dir, dass du dem Leben vertrauen lernst und dass du das Leben annimmst. In diesem Sinne, habe einen vertrauensvollen Tag und wir sehen uns morgen wieder.